Ich habe mitgezählt, ich kam auf 8 Ballwagen, die da insgesamt im Training sind und ich schätze so um die 100 Bälle. Kommt das hin? Ja, wir haben knapp über 100 Bälle, ja. Das sind paradiesische Zustände für viele Vereine. Natürlich, also ich glaube, es ist jetzt keine Seltenheit im Erstligabereich, besonders nicht in den Top-Teams. Es ist einfach auch dem gegeben, für das Komplextraining brauchen wir gar nicht so viel Bälle, muss man im Endeffekt sagen, auch nicht so viel Ballwagen. Aber im individuellen Bereich ist es schon sehr schön und sehr komfortabel, wenn man viele, viele Bälle hat, weil wenn ich mit einer Spielerin manchmal am Morgen individuell arbeite, dann ist es manchmal auch nur 30 Minuten, 45 Minuten. Wenn wir dann 5-mal unterbrechen müssen, weil wir unsere 30 Bälle sammeln müssen, dann verlieren wir halt schon Zeit, die da ist. Ich habe jetzt noch den großen Luxus, dass ich viele Betreuer habe. Ich habe oft ein oder zwei manchmal, die in dem Moment halt nicht so eingespannt sind, die dann auch Bälle sammeln können. So, das heißt, wir müssen eigentlich nie unterbrechen in dieser Phase. Aber es gibt natürlich, also für mich der Super-GAU wäre, ich bin allein in der Halle, ich habe 20 Bälle und muss individuelles Training machen. So, das heißt, alle 3 Minuten spätestens muss ich unterbrechen, wieder Bälle sammeln und muss wieder ansetzen. So, und so muss der Athlet kann sich komplett auf seine Übung konzentrieren, muss sich nie darum Gedanken machen, dass jetzt irgendwelche Bälle da sind, dass genug zur Verfügung stehen, sondern wir können auch Serien machen mit 7, 8, 9, 10, 12 Bällen, Pause, gehen direkt weiter, ohne dass wir den Fokus verlieren müssen, um Bälle zu sammeln. Ich platze gleich innerlich. Ja. Aber du sagst, der Super-GAU sind 20 Bälle. Ja. Ich weiß nicht. Und von denen, die jetzt zugucken hier, werden wahrscheinlich 99% nicht mal 20 Bälle haben. Also ich muss auch ehrlich sein, ich habe auch so angefangen, auch so zu arbeiten. Und natürlich, es geht auch. Es ist halt eine andere Art und Weise. Und man muss dann irgendwie wieder gucken, dass man halt die Zeit irgendwo anders, dass man dann halt mehr Zeit halt für diese Sachen einplant. Und, klar, wir sind natürlich, haben wir paradiesische Verhältnisse, muss man im Endeffekt sagen. Wir haben Trainingszeit, wir haben viele Bälle, wir haben viele Betreuer. Dementsprechend können wir aber auch Spieler gut entwickeln. Mhm. Und deshalb kommen auch viele Spielerinnen auch zu uns, weil sie wissen, dass wir auch besonders im individuellen Bereich halt viel mit ihnen arbeiten und dass sie sich auch hier gut entwickeln können. Und das sind natürlich, ich sag mal, Faktoren, die dabei auch eine Rolle spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, man kann aber auch ein gutes Training auch mit 20 Bällen machen und auch allein. Das geht auch, ist natürlich anders zu organisieren. Das war jetzt der entscheidende Satz, der noch fehlte.